Hallo bei Einfach Backen. Hier findest du immer die besten und garantiert leckersten Rezepte, die garantiert gelingen. Wenn du kein neues Rezept verpassen möchtest, dann abonniere doch am besten direkt den Kanal und aktiviere auch die kleine Glocke. Ich bin Lara und wir backen heute zusammen eine kunterbunte Funfetti-Torte. Dafür brauchen wir Butter, Eier, etwas Milch, Vanilleextrakt, Backpulver, Mehl, Schmand, Zucker mit einer Prise Salz und natürlich bunte Zuckerstreusel. Und für die Füllung Milch, Zucker, nochmal Butter, Vanillepuddingpulver, ein Eigelb, Vanilleextrakt und jede Menge bunte Streusel. So, im ersten Schritt geht es jetzt an unseren Rührteig. Und dafür nehmen wir erstmal das Backpulver und vermischen das mit dem Mehl. Und dann darf unsere Küchenmaschine ein bisschen arbeiten. Und zwar schlagen wir unsere Butter zusammen mit dem Zucker für einige Minuten schaumig. Danach kommen die Eier nach und nach dazu. Die Eier. Ich habe den Ofen inzwischen auch schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Du kannst aber auch 160 Grad Umluft machen. Unsere Eier sind jetzt drin. Jetzt kommt unser Schmand und der Vanilleextrakt dazu, sowie das Mehl und die Milch. So. Unser Teig ist jetzt so gut wie fertig. Jetzt kommt natürlich noch unser wichtigstes It-Piece sozusagen, der Funfetti-Torte, und zwar unsere Zuckerstreusel. Die gebe ich jetzt noch ganz am Ende dazu und rühre sie dann nur ganz kurz mit dem Teigschaber unter. Denn wenn ihr den Teig jetzt zu lange und zu heftig rühren würdet, dann lösen sich natürlich die Zuckerstreusel so ein bisschen auf. Von daher wirklich nur ganz kurz unterrühren. Danach kommt der Teig aufgeteilt auf zwei Portionen in eine 20 cm Springform. Ich habe hier zwei. Wenn du keine zwei hast, kannst du natürlich den Teig auch einfach nacheinander backen. Jetzt dürfen unsere Böden für ca. 35 bis 40 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze im Ofen backen. Eins. Eine ordentliche Torte braucht meiner Meinung nach auch eine ordentliche Buttercreme und die machen wir jetzt, beziehungsweise den ersten Teil. Und zwar kochen wir zuerst einen Vanillepudding. Das heißt, ich habe meine Milch hier, kippe einmal 500 Milliliter. Von den 500 Millilitern kippe ich einmal 400 Milliliter in den Topf. Koche diese auf und verrühre inzwischen meine restlichen Zutaten, also das Puddingpulver, den Zucker, den Vanilleextrakt und unser Eigelb. Dann einmal hineingeben und circa eine Minute köcheln lassen. Nochmal gut umrühren. Da wir jetzt natürlich die doppelte Menge Puddingpulver haben, auf 500 Milliliter Milch, nicht irritieren lassen, wenn der Pudding sehr, sehr fest ist, es soll so sein. Und jetzt decken wir ihn dann direkt nach dem Kochen ab mit etwas Frischhaltefolie, sodass sich keine Haut bilden kann und lassen ihn gut auskühlen. Wir sind jetzt bereit für unsere Buttercreme, denn der Pudding ist schön abgekühlt, die Butter ist auf Zimmertemperatur und die wird jetzt nämlich im ersten Schritt, am besten mit Küchenmaschine, falls du eine hast, mehrere Minuten aufgeschlagen, bis sie so wirklich hell und cremig ist. Und während unsere Küchenmaschine fleißig ist, kümmere ich mich mal um den Pudding, ziehe einmal unsere Folie ab und schlage ihn parallel auch ein bisschen mit einem Handmixer auch noch mal ein bisschen luftig. Unsere Butter ist jetzt schön schaumig aufgeschlagen, die ist ein bisschen heller geworden. Jetzt kommt unser Pudding einfach esslöffelweise dazu. Noch einmal alles gut verrühren und dann geht's schon ans Befüllen. Unsere Tortenböden sind jetzt fertig gebacken und schon ausgekühlt. Unsere Buttercreme haben wir auch eben zubereitet und jetzt geht's los ans Stapeln. Dafür werde ich zuerst mal ein bisschen von der Kuppel abschneiden, sodass unsere Tortenböden schön gleichmäßig sind und dann einmal halbieren. Wenn du gerne noch besser Torten backen möchtest, als du es jetzt schon kannst, dann klick doch auch mal auf unseren Tortenkurs. Da bekommst du ganz tolle Tricks beigebracht,
die sich garantiert lohnen. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Füllen, nehme ich gleich mal so circa 3 bis 4 großzügige Esslöffel von unserer Buttercreme ab und fülle die schon mal in einen Spritzbeutel mit einer Sternhülle. Die brauchen wir dann nämlich später für unsere Deko. Und hier auch der kleine Trick. Ich verwende einfach immer einen Becher, in den ich meinen Spritzbeutel reinstelle. So geht nichts daneben. So, jetzt circa 2 bis 3 Esslöffel auf den jeweiligen Tortenboden geben und verstreichen. So, gestapelt ist nun schon mal alles. Jetzt mache ich noch eine Schicht, also einmal drumherum und oben. Das ist sozusagen die Krümelschicht. Das heißt, das macht überhaupt nichts, wenn da noch ein bisschen Krümel drin sind. Und dann stelle ich unsere Torte nochmal kalt und dann kommt am Ende nochmal eine schöne Schicht darüber. Unsere Torte ist jetzt fertig eingestrichen. Hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, es geht jetzt nicht darum, dass die jetzt super schön aussieht, sondern vielmehr darum, dass wirklich die gesamte Oberfläche einmal mit der Creme in Berührung kam, sodass alle Krümel, die sich eventuell ablösen könnten, darin gefangen werden. Genau, jetzt geht's in den Kühlschrank, da kann sie noch ein bisschen anziehen und dann kommt danach die letzte Schicht von der Buttercreme drauf. So, unsere Funfetti-Torte ist jetzt von ihrem kurzen Ausflug in den Kühlschrank zurück. Jetzt streiche ich sie nur noch mit der restlichen Buttercreme ein und danach wird es bunt. Jetzt ist unsere Torte eingestrichen. Ich habe dafür übrigens so eine drehbare Tortenplatte verwendet. Falls du das hast, ist eigentlich ganz nützlich. Zum Bestreuen mit unseren bunten Zuckerstreuseln nehme ich jetzt ein Backblech, sodass die Zuckerstreusel nicht überall in der Küche liegen, sondern im besten Falle hier drin landen. So, unsere Torte ist jetzt schon kunterbunt. Jetzt geht's weiter mit dem letzten, und zwar den Tupfen, die sozusagen den krönenden Abschluss bilden. Damit die Tupfen schön gleichmäßig werden, wende ich einen ganz einfachen Trick an. Und zwar stelle ich mir vor, es wäre eine Uhr und fange an bei 12 und 6, 3 und 9 und dann werden die anderen Tupfen dazwischen gesetzt. Unsere Funfetti-Torte ist endlich fertig und sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Also perfekt für jede Party oder Kindergeburtstag oder ich weiß nicht, hast du vielleicht noch Ideen? Wann würdest du die Funfetti-Torte backen? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like da und am besten du abonnierst auch unseren Kanal und aktivierst die kleine Glocke, denn dann verpasst du keins unserer neuen Rezeptvideos. Den Link zum Rezept findest du natürlich wie immer unter diesem Video. Und ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir klappt und wohin du die Torte mitnimmst. Wir schneiden die Torte jetzt gleich mal an. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie von innen aussieht und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.